Oh nein, Peter, das Haus sieht ja richtig zum Fürchten aus. Aber, Darling, die anderen Pensionen verlangen mindestens 10 Pfund in der Woche. Die hier ist zwar nicht schön, aber sicher billiger. Oh, Peter, ich kann sowieso nicht mehr weiter und ich habe auch keine Lust mehr, länger zu suchen. Lass uns reingehen. Ja? Wir haben Ihr Schild gesehen. Ist noch ein Zimmer frei? Nein. Ist hier in der Gegend noch eine Pension? Ich hätte schon ein Zimmer, aber es ist unter dem Dach. Und was würde es kosten? 6 Pfund die Woche. Könnten Sie es nicht billiger machen? Das ist der Preis. Nehmen Sie es oder lassen Sie es. Sag ja. Also gut, wir nehmen das Zimmer. Mein Sohn wird Ihnen das Zimmer zeigen. Bitte sehr. Folgen Sie mir bitte. Das ist das Zimmer. Sehen Sie, ein schönes, weiches Bett. Da drüben ist die Kochnische. Sie bitte. Hier lang. Das ist das Badezimmer. Das ist eine nette, ruhige Pension. Also dann, gute Nacht. Ich halte es hier nicht aus. Darling, wir können uns doch nichts Besseres leisten. Das weißt du ja. Gehen wir rein. Komm, mein Schatz, hilf mir beim Auspacken. Was ist denn mit dir? Ach, nichts. Schau, es ist doch nicht für lange, nur bis es uns besser geht. Wenn ich mein erstes Stück verkauft habe, ziehen wir gleich um. Entschuldige, Peter, du hast schon genug Probleme. Ich will es dir nicht noch schwerer machen, Liebste. Darling, wir lieben uns und sind glücklich. Das ist doch die Hauptsache. Komm jetzt, ich bin auch müde. Wir packen aus und gehen ins Bett. Na, was ist? Sind die jungen Leute zufrieden? Sehr zufrieden. Gut, beeil, ich mach das jetzt fertig. Ich will nicht, dass die beiden durch Bettys Schreie geweckt und gestört werden. Sie ist ein attraktives Häschen, nicht wahr, Olaf? Ich schätze, die ist genau die Richtige. Ja, die wäre genau richtig für uns. Olaf, warum bist du noch nicht oben, hä? Ich kann nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Ach. Na gut, dann nimm ihn. Hä? Komm schon. Ja, ja,
Und denk dran, dass wir sparen müssen, Junge. Gib ihnen nicht zu viel. Nur das, was unbedingt nötig ist, hörst du? Hm? Ja. Und dass du ja nichts mit dem Mädchen anfängst. Ich bin auch nicht gerade begeistert, dass wir in so einer Hütte hausen müssen. Ach, mach dir nichts draus, Peter. Ich verstehe dich ja. Ich verspreche dir, wir ziehen bald um. Ich halte so lange aus, Darling. Darling.
Tisch. Ich liebe dich, Peter. Oh, bitte. Roland, spritz mich. Süßen. Ich bin schon da. Ich hab den Schlüssel, ich komme gleich. Ich komme sofort, ich komme. Ich komme. Hast du gut geschlafen, Darling? Nein, weißt du, ich hatte so ein komisches Gefühl. So als ob jemand hinter der Wand steht und uns beobachtet. Was passiert oft, wenn man die erste Nacht in einem neuen Haus schläft? Aber es ist wirklich ungemütlich hier. Hoffentlich können wir uns bald etwas Besseres leisten. Das hoffe ich auch, Peter. Weißt du, ich habe so ein Gefühl, als ob heute mein Glückstag ist. Peter, kann ich nicht mit dir gehen? Mary, ich würde dich wirklich gern mitnehmen, aber es ist unmöglich, das weißt du ja. Ja, ich weiß es. Kannst du mir ein bisschen Geld da lassen? Mehr habe ich nicht. Macht nichts. Das reicht für ein bisschen Obst und Gemüse. Ich kaufe ein und dann mache ich es uns ein bisschen gemütlicher. Du bist ein Schatz. Mach's gut. Du auch. Wünsch mir Glück. Natürlich. Toi, toi, toi.
bitte. Olaf, komm doch. Bitte. Hallo, ihr Hübschen, ich komme. Ich bin gleich da. Ich komme schon. Reicht richtig ist. Olaf, bitte, bitte gib mir die Spritze. Ich brauche sie. Bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte spritz mich, stich zu. Das war nett von dir, Leila. Oh, Winnie, ich hätte ja nie gedacht, dass du wieder hierher findest. Du warst immer meine einzige Freundin. Mhm. Erzähl, was hast du alles gemacht? Geht's dir gut? Oh, wundervoll. Und dir? Oh, wundervoll, genauso wie dir. Möchtest du noch ein Schälchen Tee? Hm? Ja, danke. Doch, du und Tee. Nehmen Sie den Balken runter. Sie wissen ja, wie es geht. Wenn Sie fertig sind, brauchen Sie nur zu klingeln. Vor ein paar Jahren war das noch ein gut gehender Nightclub. Erinnerst du dich? Das waren noch Zeiten. Der beliebteste Club in der ganzen Stadt. Mit dem besten Programm. Ach.
Warum fängst du denn nicht wieder an, meine Liebe? Ach, zu viel Arbeit. Ich vermiete jetzt. Damit mache ich auch genug Kohlen zum Leben. Hm, verstehe, das ist sicherer. Du bist ja auch nicht mehr die Jüngste. Jung genug. Außerdem will ich gar nicht daran denken. Zuerst war dieses schreckliche Feuer, dann Olaf. Das war ein Jahr, ein Unglück nach dem anderen. Es war die furchtbarste Zeit meines Lebens. Ha! Wir wollen noch einen trinken, Schwester. Darling. Guten Abend, Schatz. Oh, was ist das? Das Dinner. Und was ist das? Eine extravagante Zugabe auf Empfehlung des Küchenchefs. Süße Idee. Hattest du einen guten Tag? Oh, sprich lieber nicht davon. Wo immer ich auch hinging, es war nie einer da. Mr. Smith ist gerade in Budapest und Mr. Jones ist Skilaufen in St. Moritz. Oh, irgendwie wird's schon noch klappen. Tja, ich muss mir irgendwie einen Job suchen. Einen, wo ich was verdiene. Nein, Peter. Konzentriere dich auf das Schreiben. Halte durch. Du schaffst es. Ach, reden wir nicht mehr davon. Was hast du heute gemacht? Oh, es war ein sehr lustiger Tag heute. Letzte Nacht hörte ich Geräusche. Ja, mein Schnarchen. Nein. Und heute habe ich Leute bemerkt, die gingen rein und raus. Warum auch nicht? Das ist eine Pension. Das schon, aber die Leute sind alle durch die Brettertür da hinten am Ende des Korridors gegangen. Und Olaf? Wer ist denn das? Der Zwerg, Mrs. Lashes Sohn. Tja, das habe ich alles heute rausgefunden. Also weiter. Ich bin durch die Tür gegangen. Was sagst du? Ich bin eben neugierig, Peter. Ich musste es tun. Ja und? Ein Speicher ist dahinter. Ganz verdreckt und voller Gerümpel. Ich finde das ganze Haus sehr merkwürdig, Darling. Mach doch eine Geschichte daraus. Meine Geschichten sind merkwürdig genug, glaube ich. Oh, bitte, Peter, du darfst nicht resignieren. Vergiss es, wir wollen essen. Hallo. Olaf! Hallo. Komm zu deiner süßen Tante Winnie und gib ihr ein Küsschen. Wo warst du? Aus! So ein nettes Püppchen. Und jetzt singe ich meine südamerikanische Nummer für dich. Den Chuchu-Bomber. Hey. Oh, Leila, das ist lieb von dir. Was machst du da? Gar nichts. Lass das. Winnie möchte, dass ich ihr den Chuchu-Bomber vorsinge. Olaf, mach, dass du ans Klavier kommst. Ich bin gleich soweit, hä? Los, Olaf, sag mich an! Olaf! Ladies and Gentlemen, Miss Leila Lash. Penelope, Senorita, click the Cuban castanet. There's a certain Caballero. She's trying hard to forget. When a lovely Senorita start to dance and gently sway. Don't be shy then, Caballero. Walk right up to her and say, come and dance the choo-choo bumper. It's not the rumba, not the samba. Oh, no, no, no. It's
that dance that makes you go, go, go. Peter, hörst du? Das sind deine merkwürdigen Geräusche. Mrs. Lash singt. I'm telling you, once you've got your fingers snapping and once you've got your toes a-tapping, you'll know, no, no. Choo-choo bomba makes you go, go, go. Ich hoffe, dass sie bis zur Geisterstunde fertig ist. Sonst vertreibt sie den Hausgeist. Die Stimme ist echt waffenscheinpflichtig. Peter, ich glaube, sie singt das als Wiegenlied. Für dich? Nein. Come and dance the choo-choo-bamba, it's not a room. Nein, nein, nein! Dance makes you go, go, go. Choo-choo-choo-choo-bamba, choo-choo-choo-choo-bamba, choo-choo-choo-choo-bamba. Choo-choo-bamba makes you go, go, go. Ach, das war so schön, Laila. Es hat mir wirklich wundervoll gefallen. Peter. Peter. Hörst du nicht auch die Geräusche? Klingeln Sie bitte, wenn Sie fertig sind. Oh. Oh. Thank you.
Sag, hast du deine Mami lieb, Olaf? Ja. Was hältst du von dem blonden Mädchen? Ja. Wir holen sie uns. Wir brauchen noch ein paar neue. Betty kostet uns schon viel zu viel Heroin. Was sie verdient, müssen wir ihr wieder einspritzen. Schau dich nach neuen Mädchen um. Ich habe doch gerade eine eingefangen. Für die brauchen wir aber auch schon zu viel. Also zuerst holen wir uns mal die Blonde. Der Mann könnte Ärger machen, den müssen wir loswerden. Er geht jeden Tag aus. Es wäre noch besser, wenn der Kerl mehrere Tage aus dem Haus wäre. Ah, die kriege ich. Peter, letzte Nacht hast du nicht geschnarcht, Darling. Und ich habe die komischen Geräusche wieder gehört. Das war der Hausgeist und er fühlte sich durch den Gesang gestört. Ich hab's dir ja gesagt. Wenn du mir nicht glaubst, dann komm doch mit und überzeug dich selbst. Na gut, dann gehen wir und sehen uns deine Geräusche an. Schau, Peter, hast du nicht auch das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt? Was soll denn hier nicht stimmen? Das bildest du dir nur ein. Das ist ein ganz gewöhnlicher Speicher wie jeder andere. Ich kann dieses Haus nicht ausstehen. Ich auch nicht. Aber ich muss jetzt gehen. Ich muss um 9.30 Uhr bei einem wichtigen Mann sein. Und ich darf mich nicht verspäten. Okay. Komm. Unser Zimmer ist viel gemütlicher. Und ab jetzt hältst du deine süße Stupsnase aus Sachen heraus, die dich nichts angehen, ja? Na gut. Gehen wir. Du hast mir die Perücke runtergerissen und ich hab dir ein Bein gestellt. Oh ja, das weiß ich noch ganz genau. Und du bist mit dem Salto von der Bühne runtergefallen. Die ganze Dekoration kam hinterhergeflogen. Das kann sein. Warte mal. Kennst du unsere Patchy-Nummer noch? Oh ja, das war unser größter Reinfall. Ich störe sie hoffentlich nicht. Überhaupt nicht, das ist meine Freundin Winnie. Wo brennt's denn? Tja. Haben Sie Telefon im Haus? Ja, ich habe Telefon. Aber das ist nur für mich, sozusagen privat. Wissen Sie, ich will mich nicht aufdrängen, aber es wäre wichtig, dass ich hier telefonisch erreichbar bin. Ha, was sind Sie denn vom Beruf? Schriftsteller. Ah, was schreiben Sie denn? Fernsehshows und Hörspiele. Shows, das sind wir ja Kollegen! Meine Freundin und ich, wir waren mal groß im Showgeschäft. Sie kennen mich sicher, Laila Lash. Das bin ich. Ich hatte Shows im Fernsehen und ich habe gesungen. Und ich war Striptänzerin. Ich bin sogar mit Danny Kay und mit Bob Hope aufgetreten. Oh ja, sie hat eine schöne Stimme. Ja, Entschuldigung, würden Sie mir bitte Ihre Nummer geben? Die Nummer ist 39-51-194. Aber bitte nicht so oft und nicht nach 7 Uhr. Es werden bestimmt nicht so viele Anrufe. Also gut, wollen Sie einen trinken? Nein, vielen Dank, ich muss zu einer Verabredung. Nein, kleinen werden Sie doch vertragen. Oh, ich vertrage eine ganze Menge, aber jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Aber wenn Sie mal ein bisschen mehr Zeit haben, trinken Sie einen mit. Mit Vergnügen. Bitte.
Bitte. Nachher. Überlässt er sein Spielzeug rumliegen. Uch, dem würde ich's beibringen. Bitte, bitte, ich brauche eine Spritze, bitte. 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 Du brauchst eine ganze Menge und der Stoff ist teuer. Du bist nicht mehr rentabel, Kindchen. Du bist ein hübsches Ding. Es wäre schade, wenn wir dich abstoßen müssten, Kindchen. Überall dieses Dreckspielzeug. Du bist ein anderes Spielchen, da merkt ihr das.
Santas Spieleshop? Hier ist Laila Lash. Geben Sie mir Santa Claus. Nein, geben Sie mir Santa. Ja, sofort. Laila Lash, sie will dich sprechen. Ja? Hör zu, Santa. Die letzte Lieferung war zu klein. Aus dem Ärmel kann ich's nicht schütteln. Jetzt fang bloß nicht an, mir was vorzujammern. Ich brauche dringend eine neue Lieferung, und zwar so schnell wie möglich. Ja, aber... Wissen, Elke. I want to play the game of love, but love is just for fools. And if I play the game of love, I'd always break the rules. Love, you see, is not for me. It simply could not be. I played the game of love for years. It brings you and tears. Bloß so lange. Hallo, Darling. Du bist ja betrunken. Na und? Peter, du hast es doch schwer genug. Warum trinkst du auch noch? Denkst du, ich trinke, weil es mir Spaß macht? Dieser Bastard hat mich nicht mal vorgelassen. Meine Sekretärin hat mir meine Manuskripte zurückgegeben, ohne jede Erklärung. Das ist noch lange kein Grund, sich zu besaufen und mich sitzen zu lassen. Ich hatte solche Angst. Zwischen den Teebeuteln saß eine Maus. Jetzt bin ich ja da. Komm. Peter, lass das. Ich bin nicht in Stimmung. Komm schon. Ich will nicht.
Sanders, spiel es ab. Was? Wann? Ja. Ja. Was ist los? Sie haben Hank. Hat er gequatscht? Er ist tot. Und was ist mit dem Stoff? Kassiert. Für 1 Million Pfund bestes Heroin. Im Eimer. Und was machen wir jetzt? Einen neuen Kurier besorgen, du Idiot. Darling, ich hoffe, ich kriege den Job. Wir brauchen dringend ein paar Pfund. Weißt du auch, was du da machen musst, Liebling? Nach dem, was er mir bis jetzt erzählt hat, hat eine ganze Menge Außengeschäfte. Ich muss ihn rumfahren, Dinge ausliefern und was sonst noch dazu gehört. Ach, ich weiß nicht. Natürlich können wir das Geld gebrauchen, aber du solltest dir es nochmal überlegen. Es wäre mir lieber, wenn du weiterschreiben würdest. Ich schreibe ja weiter, aber das Geld ist wichtiger. Zuerst kommt Mrs. Lash, die will pünktlich ihre Miete haben. Die wartet nicht, hm? Nein, das glaube ich auch nicht. Tust du mir einen Gefallen? Mhm. Gib das ab, ja? Aber gern, da habe ich wenigstens was zu tun. Heute komme ich früher nach Haus. Ich lasse dich nicht mehr so lange allein. Bye-bye. Bis bald. Danke. Ja. Wunderbar. Peter? Ja, Sir? Sie müssen sofort für mich nach Paris fahren. Paris? Ja. Ich gehe schnell nach Hause und packe. Ich sagte, Sie müssen sofort fahren. Ich muss meiner Frau Bescheid sagen. Rufen Sie doch an. Sie sollen runterkommen, da ist ein Anruf für Sie. Für mich? Da ist das Telefon. Danke. Ja, bitte. Hallo, Peter. Das ist ja wunderbar. Was gleich? Ja, und wann kommst du zurück? Ach so. Nein, nein. Du kannst ruhig fahren. Ich komme zurecht, wirklich. Ja. Ja. Ja, ich liebe dich auch. Ja, Wiedersehen, Liebste. Gute Nachrichten? Oh ja. Peter hat einen neuen Job, aber er muss heute noch anfangen, Mrs. Lash. Er muss gleich weg, für 3 oder 4 Tage. Das macht doch nichts, mein Kind. Wir kümmern uns um Sie. Olaf und ich. Das ist wirklich nett. Danke sehr, Mrs. Lash. Nichts zu danken, mein Liebes. Wiedersehen. Wiedersehen. Du weißt doch, everybody's going crazy. Everybody is going mad. Ich sing's für dich. Wunder einzig. Ich hab sogar noch mein Originalkostüm. Aber nicht finden. Ah, ich weiß, es muss auf dem Speicher sein. Also du nimmst dir noch was zu trinken und ich bin gleich wieder da. Dann singe ich für dich. Gut, ich trinke in der alten Zeit. Kann ich euch helfen? Was kann ich für euch tun? Oh.
muss jetzt weg, aber ich komme nachher zurück. Ach, Olaf, du verdammter Pinskopf. Scheiß Spielzeug. Der verdammte Bengel hat das Licht angelassen. Das kostet doch alles einen Haufen Geld. Ja, ist ja auch alles egal. Ist ja richtig elegant. Es stand mir immer gut. Doch nicht das Richtige. Das ist es. Darin hat mich jeder geliebt. Wie ging das noch? Everybody is going crazy, everybody is going mad. Everybody is going crazy, everybody is going mad. Everybody's going crazy, everybody's going mad. Polizei! Habt ihr verstanden? Ich gehe jetzt und hole die Polizei! Ich beeile mich! Ich muss jetzt die Polizei holen. Ich will wissen, was da los ist. Du sollst doch nicht herkommen. Ich brauche einen Teddybär. Okay, ich hol dir einen. Gib das her. Hier hast du ihn. Und jetzt verzieh dich. Beeilung. Treibt sich wer rum. Was hast du hier verloren? Willst du uns ausschnüffeln? Das ist alles, sie haben da jemanden. Olaf! Hier werde ich den Maul stopfen. Lassen Sie mich los, ich zeige Sie an. Hilfe! Olaf, mach das aus! Nimm den Schlüssel! Du warst ja immer so neugierig. Jetzt wirst du alles sehen. Los rein mit dir. Hilfe! Lass sie mich los! Alte Schnauze! Nein!
Aussehen, fremde Angelegenheit. Ciao, meine Süßen. Das ist eure neue Kameradin. Seid nett zu ihr, Ihr Verbrecher, lasst mich raus! Bitte! Lasst mich raus! Bitte! Ich will raus! Lieber Peter, ich kann es nicht länger aushalten. Verschwinde! Vergib mir Mary. Sehr gut. Das schluckt der Junge. Mach die Schranktür zu. Komm endlich, Olaf. Der Knabe kann jeden Augenblick zurück sein. Komm! Peter, du bist schon da? Ja. Wie war die Fahrt? Die Fahrt war sehr schön. Du hattest keine Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Nein. Hast du die Spielsachen mitgebracht? Ja, eine Schachtel mit Teddybären. Wo sind sie? Oh, noch draußen im Wagen. Du machst dich. Wir müssen doch was unternehmen. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Das ist alles witzlos. Was willst du draußen? Seht ihr denn nicht, dass ihr hier drin vor die Hunde geht? Wir müssen raus. Lieber Peter, ich kann es nicht mehr aushalten. Dieses Leben ist nichts für mich. Ich schreibe dir später. Vergib mir, Mary. Entschuldigen Sie bitte, Olaf. Haben Sie meine Frau gesehen? Sie ist fort und ihr Koffer auch. Hat sie gesagt, wo sie hingehen wollte? Nein. Hat sie gar nichts zu Ihnen gesagt? Auf Wiedersehen. Peter, warum kommst du jetzt erst? Es tut mir leid. Es ist wegen meiner Frau. Sie hat mich verlassen. Oh, ich verstehe. Tut mir leid. Naja, ich hoffe, die Arbeit wird dich ein bisschen aufmuntern. Bring das doch bitte runter in den Keller und packe es aus, ja? Ja, Sir. Danke.
sind Sie zu meinem Mann. Sie haben mich entführt. Suchen Sie meinen Mann. Gehen Sie zu ihm. Ach. Halt die Schnauze, du blöde Kuh. Hör auf zu heulen.
Warte, ich bin gleich wieder da. Dann kannst du was erleben. Guten Tag, bitte sehr. Verdammt, Olaf, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mehr herkommen. Ich brauche neuen Stoff. Ich hab deiner Mutter schon gesagt, ich kann dir das Zeug nicht aus dem Ärmel schütteln. Wir müssen vorsichtig sein, die Polizei beobachtet uns. Aber ich brauche Stoff. Wir haben ein neues Mädchen. Das ist euer Problem, Olaf. Verschwinde jetzt, ich habe keinen Stoff mehr. Leila wird sauer sein. Sag Leila, sie soll sich zur Hölle scheren. Raus jetzt! Kommen Sie. Bitte? Ich möchte eine Anzeige machen, Herr Wachtmeister. Ja? Wegen Rauschgiftschmuggel. Thank you.
Hier ist Laila Lash. Ich habe eine neue, sie wird Ihnen gefallen. Mr. Davis, und jetzt suchen wir Ihre Frau. Laila Lash? Was? Ja. Was ist mit Santa Claus? Verstehe. Ach, hör endlich auf, du verfluchter Krüppel! Ich weiß schon. Ich soll wieder einen Teddybär holen. Nein, Sie haben Santa Claus erwischt. Dieser Davis hat ihn verraten. Und jetzt kommen Sie hierher. Los, geh nach oben und versteck die Mädchen. Na los! Meine Frau. Oh, lassen Sie, das ziehst weg. Versuchen Sie ja nicht, mich in das Licht zu führen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und wo ist Ihr Sohn Olaf? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wahrscheinlich spielt er irgendwo mit seinen Spielsachen. Mary hat gesagt, sie hat verdächtige Geräusche hier im Haus gehört. Sie kam aus dem Speicher. Also, dann gehen wir jetzt rauf. Vorwärts. Kommen Sie. Oh, Herr Inspektor, das ist doch ein Missverständnis. Ich führe eine anständige Pension. Wir werden ja sehen. Machen Sie den Schrank auf und durchsuchen Sie ihn. Da sind nur meine Kostüme drin. Nehmen Sie Ihre dreckigen Pfoten daraus. Nichts. Durchsuchen Sie die Zimmer. Irgendwo muss er sich ja versteckt haben. Sie bleiben schön hier. Kommen Sie her, Mrs. Lash. Hey, sehen Sie mal hier. Die Tür ist vernagelt. Dahinter ist nur die Brandmauer. Sie ist nicht vernagelt, nur abgeschlossen. Wo ist der Schlüssel? Den habe ich nicht. Olaf hat ihn.
Was sind Sie nur für ein Mensch? Mein Gott, Mary! Gehen Sie da rein. Mary, was haben Sie dir getan? Oh, ich bin so glücklich, dass du endlich da bist. Ich lasse dich auch nie mehr allein. Wo ist Ihr Sohn? Ich sag Ihnen doch, ich weiß es nicht. Mr. Davis, können Sie mit einer Pistole umgehen? Ja, das kann ich. Warten Sie hier. Mary, was haben Sie dir getan? Haben Sie... Ihr Schweine! Hilf mir! Hilf mir! Charlie, Paul, da ist die Missgeburt. Bitte, Olaf, komm doch, bitte. Hallo, ihr Hübschen, ich komme. Ja.
Ich bin gleich da. Ich komme schon. Ja, da liegen. Vielleicht kriegt ihr es. Olaf, bitte, bitte gib mir die Spritze. Ich brauch sie. Bitte. Das war nett von dir, Laila. Oh, Winnie, ich hätte ja nie gedacht, dass du wieder hierher findest. Du warst immer meine einzige Freundin. Mhm. Erzähl, was hast du alles gemacht? Geht's dir gut? Oh, wundervoll. Und dir? Oh, wundervoll, genauso wie dir. Möchtest du noch ein Schälchen Tee? Hm? Ja, danke. Doch, du und Tee. Nehmen Sie den Balken runter. Sie wissen ja, wie es geht. Wenn Sie fertig sind, brauchen Sie nur zu klingeln. Vor ein paar Jahren war das noch ein gut gehender Nightclub. Erinnerst du dich? Das waren noch Zeiten. Der beliebteste Club in der ganzen Stadt. Mit dem besten Programm. Ach. Warum fängst du denn nicht wieder an, meine Liebe? Ach, zu viel Arbeit. Ich vermiete jetzt. Damit mache ich auch genug Kohlen zum Leben. Verstehe, das ist sicherer. Du bist ja auch nicht mehr die Jüngste. Jung genug. Außerdem will ich gar nicht daran denken. Zuerst war dieses Schreck.
machst mich wahnsinnig. Oh, Mary, ich liebe dich. Oh, Peter. Meine Süßen, ich bin schon da. Ich hab den Schlüssel, ich komme gleich. Ich komme sofort, ich komme. Ich komme. Hast du gut geschlafen, Darling? Nein, weißt du, ich hatte so ein komisches Gefühl. So als ob jemand hinter der Wand steht und uns beobachtet. Das passiert oft, wenn man die erste Nacht in einem neuen Haus schläft. Aber es ist wirklich ungemütlich hier. Hoffentlich können wir uns bald etwas Besseres leisten. Das hoffe ich auch, Peter. Weißt du, ich habe so ein Gefühl, als ob heute mein Glückstag ist. Peter, kann ich nicht mit dir gehen? Mary, ich würde dich wirklich gern mitnehmen, aber es ist unmöglich, das weißt du ja. Ja, ich weiß es. Kannst du mir ein bisschen Geld da lassen? Mehr habe ich nicht. Macht nichts. Das reicht für ein bisschen Obst und Gemüse. Ich kaufe ein und dann mache ich es uns ein bisschen gemütlicher. Du bist ein Schatz. Mach's gut. Du auch. Wünsch mir Glück. Natürlich. Toi, toi, toi.
solche Feuer. Dann Olaf. Das war ein Jahr. Ein Unglück nach dem anderen. Es war die furchtbarste Zeit meines Lebens. Ha! Wir wollen noch einen trinken, Schwester. Darling. Guten Abend, Schatz. Oh, was ist das? Das Dinner. Und was ist das? Eine extravagante Zugabe auf Empfehlung des Küchenchefs. Süße Idee. Hattest du einen guten Tag? Oh, sprich lieber nicht davon. Wo immer ich auch hinging, es war nie einer da. Mr. Smith ist gerade in Budapest und Mr. Jones ist Skilaufen in St. Moritz. Oh, irgendwie wird schon noch klappen. Tja, ich muss mir irgendwie einen Job suchen. Einen, wo ich was verdiene. Nein, Peter. Konzentrier dich auf das Schreiben. Halte durch. Du schaffst es. Ach, reden wir nicht mehr davon. Was hast du heute gemacht? Oh, es war ein sehr lustiger Tag heute. Letzte Nacht hörte ich Geräusche. Ja, mein Schnarchen. Nein. Und heute habe ich Leute bemerkt, die gingen rein und raus. Warum auch nicht? Das ist eine Pension. Das schon, aber die Leute sind alle durch die Brettertür da hinten am Ende des Korridors gegangen. Und Olaf? Wer ist denn das? Der Zwerg, Mrs. Lashes Sohn. Tja, das habe ich alles heute rausgefunden. Also weiter. Ich bin durch die Tür gegangen. Was sagst du? Ich bin eben neugierig, Peter. Ich musste es tun. Ja und? Ein Speicher ist dahinter. Ganz verdreckt und voller Gerümpel. Ich finde das ganze Haus sehr merkwürdig, Darling. Mach doch eine Geschichte daraus. Meine Geschichten sind merkwürdig genug, glaube ich. Oh, bitte, Peter, du darfst nicht resignieren. Vergiss es, wir wollen essen. Hallo. Olaf! Hallo. Komm zu deiner süßen Tante Winnie und gib ihr ein Küsschen. Wo warst du? Aus! So ein nettes Püppchen. Und jetzt singe ich meine südamerikanische Nummer für dich. Den Chuchu-Bomber. Hey. Oh, Leila, das ist lieb von dir. Was machst du da? Gar nichts. Lass das. Winnie möchte, dass ich ihr den Chuchu-Bomber vorsinge. Olaf, mach, dass du ans Klavier kommst. Ich bin gleich soweit, hä? Los, Olaf, sag mich an! Olaf! Ladies and Gentlemen, Miss Leila Lash. Leila, wie Senorita, click the Cuban castanet. There's a certain caballero, she's trying hard to forget. When a lovely senorita starts to dance and gently sway, don't be shy then, caballero. Walk right up to her and say, come and dance the choo-choo bumper, it's not the rumba, not the samba, oh no, 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 it's a dance that makes you go, go, go. Peter, hörst du? Das sind deine merkwürdigen Geräusche. Mrs. Lash singt. Cuban rhythm gets in your brain. That Cuban rhythm will drive.
I'm telling you, once you've got your fingers snapping and once you've got your toes a tapping, you'll know, no, no. Choo-choo bomba makes you go, go, go. Ich hoffe, dass sie bis zur Geisterstunde fertig ist. Sonst vertreibt sie den Hausgeist. Die Stimme ist echt waffenscheinpflichtig. Peter, ich glaube, sie singt das als Wiegenlied. Für dich? Nein. Come and dance the choo-choo-bamba, it's not the room. Nein, nein, nein! Dance makes you go, go, go. Choo-choo-choo-choo-bamba, choo-choo-choo-choo-bamba, choo-choo-choo-choo-bamba. Choo-choo-bamba makes you go, go, go. Ach, das war so schön, Laila. Es hat mir wirklich wundervoll gefallen. Peter. Peter. Hörst du nicht auch die Geräusche? Klingeln Sie bitte, wenn Sie fertig sind. Oh nein, Peter, das Haus sieht ja richtig zum Fürchten aus. Aber, Darling, die anderen Pensionen verlangen mindestens 10 Pfund in der Woche. Die hier ist zwar nicht schön, aber sicher billiger. Oh, Peter, ich kann sowieso nicht mehr weiter und ich habe auch keine Lust mehr länger zu suchen. Lass uns reingehen. Ja? Wir haben Ihr Schild gesehen. Ist noch ein Zimmer frei? Nein. Ist hier in der Gegend noch eine Pension? Ich hätte schon ein Zimmer, aber es ist unter dem Dach. Und was würde es kosten? 6 Pfund die Woche. Könnten Sie es nicht billiger machen? Das ist der Preis. Nehmen Sie es oder lassen Sie es? Sag ja. Also gut, wir nehmen das Zimmer. Mein Sohn wird Ihnen das Zimmer zeigen. Bitte sehr. Folgen Sie mir bitte. Das ist das Zimmer. Sehen Sie, ein schönes, weiches Bett. Da drüben ist die Kochnische. Sie bitte. Hier lang. Das ist das Badezimmer.
Es ist eine nette, ruhige Pension. Also dann, gute Nacht. Oh, Peter, ich halte es hier nicht aus. Darling, wir können uns doch nichts Besseres leisten. Das weißt du ja. Gehen wir rein. Komm, mein Schatz, hilf mir beim Auspacken. Hey, was ist denn mit dir? Ach, nichts. Schau, es ist doch nicht für lange, nur bis es uns besser geht. Wenn ich mein erstes Stück verkauft habe, ziehen wir gleich um. Entschuldige, Peter, du hast schon genug Probleme. Ich will es dir nicht noch schwerer machen, Liebste. Darling, wir lieben uns und sind glücklich. Das ist doch die Hauptsache. Komm jetzt, ich bin auch müde. Wir packen aus und gehen ins Bett. Na, was ist? Sind die jungen Leute zufrieden? Sehr zufrieden. Gut, beeil, ich mach das jetzt fertig. Ich will nicht, dass die beiden durch Bettys Schreie geweckt und gestört werden. Sie ist ein attraktives Häschen, nicht wahr, Olaf? Ich schätze, die ist genau die Richtige. Ja, die wäre genau richtig für uns. Olaf, warum bist du noch nicht oben, hä? Ich kann nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Ach. Na gut, dann nimm ihn. Hä? Komm schon. Ja. Und denk dran, dass wir sparen müssen, Junge. Gib ihnen nicht zu viel. Nur das, was unbedingt nötig ist, hörst du? Hä? Ja. Und dass du ja nichts mit dem Mädchen anfängst. Ich bin auch nicht gerade begeistert, dass wir in so einer Hütte hausen müssen. Ach, mach dir nichts draus, Peter. Ich verstehe dich ja. Ich verspreche dir, wir ziehen bald um. Ich halte so lange aus, Darling. Thank you.
Sag, hörst du deine Mami lieb, Olaf? Ja. Was hältst du von dem blonden Mädchen? Ja. Wir holen sie uns.